Der neue Trainer Thomas Tuchel hat mit Paris Saint-Germain ein erfolgreiches Debüt in der Ligue 1 gefeiert. Der französische Fußballmeister besiegte am ersten Spieltag Außenseiter SM Caen mit 2:0. Der brasilianische Superstar Neymar, 10. Adrien Rabiot, 35. und der eingewechselte Dimas Sivia, 89. Sohn des früheren Weltfußballers George Weah, trafen für die Hauptstädter. 2014 er Weltmeister Julian Draxler wurde in der 70. Minute eingewechselt. Im Tor musste Kevin Trapp wie erwartet dem neu verpflichteten italienischen Idol Gianluigi Buffon den Vortritt lassen. Für den Sprung an die Tabellenspitze war der PSG-Sieg allerdings nicht hoch genug, dort tonte Olympique Marseille, das zum Auftakt 4:0 gegen den FC Toulouse gewann. Paris hatte vor Wochenfrist den französischen Supercup durch ein 4:0 gegen AS Monaco gewonnen und gilt als unangefochtener Meisterschaftsfavorit. Nicht im Kader stand Sturmtalent Kylian Mbappé. Der Weltmeister präsentierte den Fans im Prinzenpark vor dem Spiel mit seinen Nationalmannschaftskollegen Alphonse Areola und Presnel Kimpembe den WM-Pokal. Sit.